Mein Name ist Birte Timsen und ich freue mich, mit euch die stehenden Säulen aus dem daoistischen Wudang-System zu praktizieren. Diese Säulen, die haben hohen Stellenwert bei den Kampfkünstlern, weil sie die innere Verbundenheit trainieren und eine Quelle zur inneren Kraft sind. Die Atmung wird vertieft, das ist auch jedes Mal eine neue Entdeckungsreise. Und da diese Übungen auch von hohem gesundheitlichen Wert sind, werden sie natürlich auch von den Qigong-Praktizierenden sehr geschätzt. In den Wudang-Bergen sind die Säulen sehr, sehr wichtig als Basisübung. Ich erinnere mich daran, dass wir oft, wenn es geregnet hat, haben wir uns oft irgendwo untergestellt und haben stundenlang verschiedene Säulen praktiziert. Es gab auch immer Leute, die haben noch sich Moskitonetze in die Bäume gehängt, um da ungestört stehen zu können. Denn da heißt es auch, das, was man in der Ruhe kultiviert, den Energiefluss, den man in der Ruhe kultiviert, das Qi, das kann man dann auch in Bewegung setzen und in der Bewegung weiter anreichern und kultivieren. Ja, ich weiß, viele mögen diese stehenden Säulen nicht. Viele lieben es, aber viele finden sie auch wahnsinnig anstrengend. Und mir geht es darum, dass wir die stehenden Säulen in einer Natürlichkeit praktizieren. Und ja, diese Natürlichkeit stellt sich ein, wenn wir beginnen, immer mehr loszulassen. Also ich habe ein paar Bilder dafür, ein paar Hilfen, wie, was wir visualisieren können und wie wir in diesen natürlichen Zustand kommen. Ja, einige der 13, es gibt 13 stehende Säulen im Wudang und einige davon möchte ich mit euch praktizieren zum Welt-Tai-Chi-Qigong-Tag 2022. Und wenn ihr Interesse habt, freue ich mich, euch am 27. April zu sehen.